zu gehen. Ihre Flottenstärke ist im Vergleich zu unserer erbärmlich. So, das Rana-Habitat ist fertig. Das Ding ist, wenn wir die drei Kolonien erobern können, oder sogar vier, dann könnten wir, glaube ich, direkt Status Quo durchsetzen. Hätten dann halt 10, nicht Status Quo, Erniedrigung durchsetzen. Dadurch wären sie halt geschwächt, die nächsten 10 Jahre, in denen wir keinen Krieg erklären können. Und dann wären sie vielleicht auch schwach genug, dass wir halt einen Vassalisierungskrieg führen könnten. Ich sollte vielleicht auch mal gerade einen Anspruch auf das System hier setzen, da ich sonst so viel Einfluss habe. Und jetzt, wenn ich das mache, muss ich das durchziehen. Was machen die bitte? Construction complete. Null leere Strahl. 100% Schilddurchschlag. Ja, das ist nicht das Problem, da ich keine Schilde habe. Ich könnte auch eine dritte Flotte ausheben. Zwölftausend brauchen wir dafür. Enemy presence exposed. Okay, wo willst du hin? Okay, also die legen sich erstmal mit denen hier an. Dann sind sie immer noch, dürften sie auf jeden Fall zu schwach sein, um sie mit der Sternbasis anzulegen. Also von daher ist mir das sehr recht, ja. Ich glaube, es zählt nicht zur Kriegsmüdigkeit, weil es nicht am Gefecht mit mir passiert ist, aber... Technology secured. Okay, nee, bringt jetzt nicht so viel. Bessere Energiegewinnung, Plasmakanonen. Verbesserte Forschungskomplexe wären aber auch sinnvoll, wenn wir jetzt schon welche auf unserer Ikomenopolis anstreben. So, Regierungssitz. Flottenkapazität, Sozialforschung. Befehlslimit, damit wir unsere Flotten auch größer machen können. Und da möchte ich bitte einmal meine Regierung reformieren. Aristokratische Elite, Bergburgilden, byzantinische Verwaltung, Bewohnernutzung für Gebäude, kein Bürokomplex bauen. Von Dienstleistung, effiziente Bürokratie. Feudalgesellschaft bringt uns nur dann was, wenn wir auch wirklich Vasallen hätten. Kriegerkultur, Armeeschaden plus 20%. Ehrlich gesagt, Kriegerkultur möchte ich nicht haben. Weil meine... Dann werden meine ganzen Entertainer arbeitslos und die Duellanten, dafür müsste ich halt... wie heißen sie? Rechte festlegen. Dafür bräuchte ich Kriegsknechte und die habe ich nicht. Wo war ich? Ich möchte einmal meine Regierung reformieren. Zwangsarbeitssystem.
Da ich häufig umsiedle, wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Technokratie. Forscher produzieren außerdem einen Punkt Einigkeit. Technokratie klingt gar nicht mal so schlecht. Philosophenkönig, Naturschützer, nationalistischer Eifer. Ich schwanke zwischen byzantinische Verwaltung tatsächlich und Technokratie. Ich nehme Technokratie, komm. Wissenschaftsdirektor. Okay, die geben auch 8 Einigkeit. Hä, aber dafür geht die Einigkeit runter? Aber Forschung ist gerade. Hä, Forschung war doch gerade definitiv nicht so hoch. Ich meine, wenn jetzt alle meine Kolonien die Hauptgebäude 15 machen, dann ist das gar nicht mal. Ja, also die Zeiten waren vorher definitiv länger. So viel weiß ich. Status quo. Könnte ich immer noch nicht. Construction complete. Energiecredits und Konsumgüter. Das ist eins, bitte, das ist die dritte Kohorte. Und sie sind wieder hier reingesprungen. Ägypter. Ja. Soll die Föderation halt ihre Flotte mal eben in den Fleischwolf schmeißen? Ich muss nicht mal einen Finger rühren. Construction complete. So, mit Sternentortechnologie würde es auch nicht ewig dauern, um da die ganzen Flotten zu verlegen. Das Ding ist, ich brauche eine gesamte Flotte, um irgendwo durch die Grenzen zu stoßen. Das heißt, ich muss das hier jetzt leider unbewacht lassen. Technology secured. Klimawiederherstellung, Sternenbasenkapazität. Klingt beides verlockend. Aber damit könnte ich Gaia-Welten freischalten. Technology secured. So, Mineralverarbeitungshub. Rumpfstärke Kreuzer, standardisierte Zerstörer bringen uns auch nichts. Die hier bringen uns alle nicht so viel. Dann nehme ich doch am besten das. Trümmer analysiert. Construction complete. So, wie viele Diener haben wir? 3. Und hier 13. Dann nehmen wir einmal die Rana-Festung. Zehn darüber. Einmal das und einmal das.
Wir haben hier so viele freie Jobs, wir müssen unbedingt auf Rom umsiedeln. Enemy presence exposed. Arbeitsloser Herrscher, aber es ist ein Wikinger. So, Arbeiter und Sklaven produzieren mehr Rohstoffe. Wo haben wir hier die... Oh, die Wikinger. Also, die machen es mir wirklich viel zu einfach. Technology secured. Tachyon-Sensoren, Gamma-Laser. Ich meine, die Laser wären in der Hinsicht gut, dass sie auf unserer also auf unseren Sternbasen verwendet werden. Partikellanze fände ich aber vielleicht sogar noch besser. Wo ist die dritte Kohorte? Die kriegt... Unnachgiebig. Eifrig. Wir haben nicht genug Energie. Okay, das System ist hier praktisch clear. So, ihre Flottenstärke ist erbärmlich. Ihre Flottenstärke ist ebenbürtig. Auch ebenbürtig. Construction complete. Okay, die sind gerade in einem Angriffskrieg mit den Mayas. Das heißt, mit da müssen wir eigentlich nicht damit rechnen, dass die groß was machen. Ach, wenn wir Kriegsziele durchsetzen, bekommen wir sogar automatisch das System hier. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es verteidigen kann von da aus, aber... Dann habe ich es eben schon mal für die Zukunft. Technology secured. Zitadelle in 60 Monaten, Impulstriebwerk dort 48, Gausskanone. Nehmen wir die Zitadelle. Wir brauchen auf jeden Fall Zitadellen. Die Prikikiti, ja. Ihr seid in keiner Position, um irgendwen zu beleidigen. Obwohl, die haben Systeme zurückerobert. Tatsächlich? Wow. Überlasst das Reden euren Waffen. Ja, das lässt sich einrichten. Müsst ihr wissen, ob ihr das so möchtet. Enemy presence konsumiert Schiffe. Okay. Ja, dann bauen wir mal am besten ein paar Besatzungsquartiere. Das mache ich eigentlich. Das war früher eigentlich immer, aber jetzt ist, finde ich, der Schiffsunterhalt gar nicht mehr so problematisch. Metallurge, Handwerker. Construction complete. Also noch 7
bräuchten wir. Tactical Retreat. Spaceport under attack. Wo? Oh wow. Das heißt, sobald die dritte Kohorte vollzählig ist, kommen wir hier auch durch. So, was sind die ganzen restlichen? Da ist eins, da ist eins. Sechs, sieben. Irgendwo muss noch eins sein. Acht. Construction complete. Und theoretisch. Ja, aber die werden vor Ort gebaut. Das ist auch nicht schlimm, wenn die nachkommen. Construction complete. Also wir könnten mehr flüchtige Teilchen brauchen. Construction complete. Enovaljordam. So, die können wir mal gerade upgraden. Apropos Upgrades. Haben wir die neuen Plasmawaffen schon? Nein, haben wir nicht. Ich weiß gar nicht mehr, welche Forschungen ich überhaupt im Auftrag gegeben habe und welche nicht. Die können nicht upgraden. Die können gar nicht upgraden, solange hier noch gebaut wird. Construction complete. Friedensangebot. Mayas hat mit Troja Frieden geschlossen. Orbitale Müllverteiler. Ja, das ist sehr gut. Das ist tatsächlich sehr gut. Das ist eine der besseren Techniken, die man dafür kriegt. Das ist eine Bombardierungsmöglichkeit. Das ist nicht eine Bombardierungsmöglichkeit, sondern ich kann jetzt die orbitale Müllverteiler reinballern und dann sind die effektiver beim Bombardieren.
Klimawiederherstellung, Chemobonne, Sozialforschung, Flottenkapazität, Sklavenarmee. Ja, Sklavenabwicklungseinrichtung wäre gut. Wir haben immerhin einen Planeten, der komplett von Sklaven bewohnt wird. Einfluss. Netzüberlastung. Wir brauchen keine Produktionsziele. Agrarsubventionen, Forschungsgelder. Einmal das und einmal das. Ich habe ganz vergessen, dass wir gar nicht mehr die Edikte hatten, weil wir gar keinen Einfluss mehr hatten. So, und jetzt sind wir auch wieder positiv, was Energie angeht. Construction complete. Construction complete. Wir haben bis jetzt einfach noch keine Schlacht verloren, aber wir haben 39% Kriegsmüdigkeit einfach dadurch, dass wir schon so lange im Krieg sind. Also formell gesehen. Technology. Ich frage mich gerade, wie das Spiel den Koreakrieg beurteilen würde, weil soviel ich weiß, läuft der offiziell noch. Also es gibt einen Waffenstillstand, aber es gab, glaube ich, soviel ich weiß, nie einen formellen Friedensvertrag zwischen Nord- und Südkorea. So, das Schiff ist auch fast fertig. Dann hätten wir auch unsere dritte Flotte endlich. So, das ist okay. Aber wir brauchen langfristig echt die Sterntore. Attacking enemy assets. So, das kannst du mal untersuchen. Wie viele Schiffe haben wir verloren? Einen Zerstörer und eine Korvette. Das ist sogar ziemlich gut. Attacking enemy vessels. Hier ist ein Habitat, was sie aber noch nicht kolonisiert haben. So, ich würde eigentlich sagen, wir sollten direkt versuchen, Midgard zu übernehmen. Oder? Wie sieht es mit der Kolonie hier aus? Die hier ist relativ ausgeglichen entwickelt. Wie viel haben wir hier? Können wir die überhaupt einnehmen mit unserer... Wird schwer. Was ist hier? Die eine ja, die andere nein. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Armeen. Dann erobern wir einmal hier. Vielleicht reicht das ja sogar schon, um das Kriegsziel durchzusetzen. Fordert umgesetzte Systeme minus 10, ja gut.
haben 2 Korvetten. Ne, 3 Korvetten haben wir verloren. So, passt auf. Dann übernehmen wir nämlich hier. Danach müssen wir halt mit Bombardierung arbeiten. Du übernimmst das und das. Enuval Yordam. So, einmal die Armee landen, bitte. Ich hoffe, das klappt. Haben wir hier einen General? Ja, haben wir. Planetary Invasion commenced. Technology secured. Ground invasion force has seized a planet. Okay, weiter geht's. Partikellanze, Plasmakanone. In 23 Monaten, ja bitte. Dann haben wir die auch endlich fertig. Zwei oder vier Schiffe, entscheide dich doch mal, Spiel. So, das haben wir übernommen. Und dann bombardieren wir einfach mal. Wir wollen den Planeten selber ja auch eigentlich gar nicht haben. Wir wollen einfach nur besetzen, damit wir erniedrigen können. Wikinger zeigen psionisches Potenzial. Okay. Umso wichtiger, dass wir so bald wie möglich übernehmen. Enemy presence exposed. Hulks vivisected. Die Sternbasis hat 7000. Technology secured. Tactical retreat. Armeen? Was? Gar keine? Okay, dann brauchen wir ja nicht zu bombardieren. Ja, und die meinen einfach mal hier einrücken zu müssen. Mit der Flotte, die nur halb so stark ist wie die Sternenbasis vor Ort. Ich meine, ich finde das okay. Baugeschwindigkeit, Planeten, 14 Monate. Gasextraktionsbrunnen. Wäre aber noch besser. Hier, einmal hier, dann bombardiert ihr mal. Ihr übernehmt den Planeten mal kurz. Planetary Invasion. Status quo kann ich bereits verhandeln. Hä, auf einmal haben wir doch Hä? Hier war doch vorhin gar keine Armee. Ich meine, die ist immer noch zu klein, aber nach Nedum. Wo ist Nedum? Ach, hier ist Nedum. Okay, die wollen dahin. 6K. Okay, wir haben auch unsere ersten Zitadellen. Dann pass auf, dann machen wir aber, oder? Wir warten erstmal, bis der Krieg vorbei ist. So, dann haben wir das auch. 53.
Also eigentlich, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine eigentlich, wenn alle Planeten besetzt sind, müsste der Krieg enden. Planetary invasion commenced. Ground invasion force has seized the planet. Minus 43. So, jetzt bleibt nur noch die hier. Und die nehmen auch schon gut Schaden. Technology secure. Die nehmen so schwere Verluste hin, das ist unglaublich. Minus, die haben 95%. Ja, Status quo können wir jederzeit zu unseren Bedingungen fordern. Enemy presence exposed. Erkenntnis über enigmatisches Tor. Schlachtschiffe. Ja, Baukosten minus 5% und Baugeschwindigkeit 25% schneller. Das ist sehr gut, denn wir werden in Zukunft fast nur noch mit Schlachtschiffen arbeiten. Oder mit Schlachtschiffen und Korvetten. Dazwischen, das Zeug ist wirklich nur reiner Übergang. Okay, passt auf. Das ist ein bisschen viel. Ich hoffe, die haben keinen Anspruch auf das System. Wenn ich mich ergebe, was passiert dann? Wobei, wenn ich Erniedrigung, also wenn ich das durchkriege, dann müsste es eigentlich egal sein. Eigentlich, würde ich meinen. So, und die fliegen direkt wieder zurück. Wurde vollständig besetzt. Ground Invasion Force has seized the planet. Also alle Kolonien der Wikinger gehören. Also habe ich jetzt besetzt. Was fehlt noch? Minus 20. Relative Flottenstärke minus 7. Fordert umgesetzte Systeme minus 100. Ja, dann muss ich halt